Bestesintro.de in 3, 2, 1, Pimmelsauger. Doch. Das stimmt. Sehr wohl. Sehr wohl wird sie nie sagen. Schwör. Das wird sie eher sagen. Und wie als wäre dieser Live-Mitschnitt aus der Skype-Konversation, in der ich war, während ich das Gameplay erspielt habe, nicht geil genug, startet dieses Video mit einem Collateral. Der war schön, oder? Ja. Wie man hört, ist es auf Deutsch. Das habe ich gar nicht angekündigt. Scheißegal, wer nicht die Beschreibung liest, der gehört sowieso verbrannt, meiner Meinung nach. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Was sieht man im Hintergrund? Sharky, Saiga und MP443, Rumpimmelei, einfach am Nachmittag habe ich aufgenommen, weil ich gedacht habe, lol, die braucht noch ein paar Kills, bis sie 1000 Kills erreicht hat, könnte ich mal wieder spielen, seit Ewigkeiten nicht gespielt. Mal wieder ausprobieren. Seit dem Nerf, den sie da mit der Munition bekommen hat, habe ich die eigentlich nicht mehr gespielt und ja. Wusste ja noch, wie lieb ich sie gewonnen habe, während ich meinen Charakter früher von 20 auf 25 hier mein Medic gelevelt habe. Ja, wie man im Hintergrund gehört hat, war ich vielleicht ein bisschen abgelenkt durch so Fragen wie, oder durch solche Beschäftigungen wie, hey, man könnte bei Flappy Bird den Vogel, der durch die Röhrchen da gelenkt werden muss, durch einen riesigen Pimmel oder Schnittlauch ersetzen, aber Gameplay an sich war doch relativ nice, weil das jetzt nicht unbedingt die mega Hirnanforderung für mich war in Skype. ja, damit impliziere ich, dass meine Freunde ziemlich behindert sind. Doch, das stimmt. Ja. Was belabere ich also hier noch in den schönen Rest von diesem, keine Ahnung, 360 Walkaway No-Scope Gameplay, weil ich glaube ich nur einmal mit der Saiga anvisiere und das auch mehr oder weniger bereut habe, weil ich eigentlich echt gar kein einziges Mal überhaupt anvisieren wollte, weder mit Pistol noch mit Saiga. Naja, habe aber keinen Kill bekommen, deswegen waren es echt nur No-Scope-Kills mit der Saiga. Please. Ja, vergleichen wir doch hier scheiß Saiga mit den anderen scheiß Shotguns, einfach so, damit das Video hier wenigstens irgendwie einen Erkenntnisgewinn zu bieten hat und ich die Videos zu Recht immer in die in die Kategorie Bildung einordne und mit dem Tag Eisvogel nur versehe. Zuallererst natürlich vergleiche ich die nur mit Shotguns, die Saiga, weil gehört erstmal natürlich zu den anderen Shotguns einfach dazu, vom Namen her, und ist ziemlich debil eigentlich, andere Waffen, also hier Waffen von unterschiedlichen Waffenklassen zu vergleichen. Quark. Natürlich, ich werde jetzt glaube ich auch eher auf Saiga als Hauptwaffe eingehen, wenn man nicht unbedingt einen Double Weapon Slot für ein paar hundert Jahre wieder sich gepayt to win hat und ja, weil so ist das Gameplay ja auch entstanden. Ich habe keinen Double Weapon Slot, ich musste mit dem als Hauptwaffe auskommen und ich glaube, das macht auch der Großteil hier. Ja, ne? Deswegen fangen wir doch mal an mit No-Scope haben wir abgehakt, Damage pro Sekunde. Da ist natürlich, fällt mir zuerst ein, dass die Users tausendmal besser ist. Dass so Waffen wie die Spaß tausendmal schlechter sind als die Saiga, weil man ja viel länger braucht zwischen zwei Schüssen und die Users zum Beispiel einfach durchgeholzt werden kann. Genauso die MK3R1, aber die ist lasse ich außen vor, habe ich nur mal kurz gespielt. Nicht so interessant, haben glaube ich die meisten auch nicht. Ja, also so ein Mittelding eigentlich. Das Tolle jetzt aber an der Saiga ist, dass die Nachladezeit viel, viel geiler ist als bei den anderen Waffen, wie zum Beispiel mit der Spaß, wo man jede scheiß Kacke wieder neu reinladen muss, und wenn man zwar nur einen Schuss abgesetzt hat, ist es noch ziemlich geil, wenn man das ganze Magazin leer geholzt hat, ist es aber ziemlich umständlich. Bei der Saiga, weil es ja nur hier so ein schönes Magazin gibt, ist es doch relativ einfach, das schnell nachzuladen. Vor allem, weil man die Nachladeanimation ziemlich gut abbrechen kann, wie man hier auch die ganze Zeit bei mir im Gameplay eigentlich sieht. Ich glaube, ich verkack's nur einmal oder so, aber habt ihr ja die Waffe ja heute erst wieder ausprobiert. Das ist zum Beispiel das Ding, was dann eben der Saiga den Vorteil gibt, die Munition und die Art, wie man schießt. Man muss jedes Mal einzeln abdrücken, man kann nicht wieder bei, wie bei der Users einfach durchdrücken und dadurch Kugeln wie Sau verlieren,
zwar Damage raushauen, aber nach zwei Gegnern ist eigentlich Schluss, weil man nicht wirklich aufpasst. Den Vorteil bietet eben die Seilwinde, man kann ein bisschen kontrollierter schießen, man kann ein bisschen mehr darauf achten, wie viel Kugeln man noch hat, wen man noch alles killen kann, etc. Und die Nachladezeit ist viel, viel gemütlicher als die von den Pump-Gun-Schrotflintenen. Ich glaube, Range muss man jetzt nicht sagen, dass alle Shotguns auf Range scheiße sind, aber ich glaube, Spaß, so diese Pump-Shotguns sind ein bisschen besser als diese Full- und Semi-Auto-Scheiße wie die Saiga oder die Usas, aber scheißegal. Will eh, glaube ich, keiner auf Range gehen. No Scope FTW. Ja, jetzt war das Video doch noch langweilig. Egal, ihr habt es durchgehalten. GZ, GLHF, Revanche gibt's, glaube ich, nicht, weil ich würde eh gewinnen. Edge. Lauch ist wohl so ziemlich das langweiligste Gemüse auf der Welt, aber das, nee, dazu äußere ich mich jetzt nicht.